Am 17. Oktober ist der internationale Tag für die Beseitigung der Armut. Im Anlass dessen haben wir uns umgehört, wie es den Leuten dann aktuell geht mit den anhaltenden Teuerungen. Man spürt es überall, ne? die Teuerungen. Supermarkt, ja, es kostet alles doppelt so teuer. Ja. Die Mieten sind dreimal gestiegen, ich wohne im Gemeindebau. Also klar, wird immer weniger das Geld. Ja, ich spüre das schon bei den Alltagsausgaben. Wohnen, heizen. Lebensmittel werden teurer, Heizkosten werden teurer, Miete wird teurer. Ich bin jetzt von 80 Euro in die Höhe gestuft worden auf 303 Euro. Also das ist halt schon ein Wahnsinn. Und bei der Fernwärme eigentlich genau dasselbe. Von 47 Euro auf 192 Euro. Und Miete ist auch mittlerweile von 234 auf 312 Euro. Also die Preise sind echt der Wahnsinn. Ne? Und Lebensmittel einkaufen, ja. Wo es halt eben möglich ist, wo Angebote sind, dort geht man halt eben hin. Ne? Früher für 30, 40 Euro zahlst du, ja, das Doppelte zahlst du jetzt. Das ist leider so, ja. Überall, wo man hinschaut, also alles wird teurer. Und ja, Heizkosten sind halt ein großes Thema, muss ich sagen. Jetzt kommt der Winter, jetzt wird wieder viel geheizt. Werden Sie was an Ihrem Heizverhalten ändern? Nein. Eventuell einen Pullover anziehen, aber sonst, na, das mache ich nicht. Nein, ich werde trotzdem heizen. Weil irgendwie werden wir das leisten können. Ich will ja auch, dass meiner Familie gut geht. Ne? Nein, man spart schon die letzten zwei Jahre schon, dreht man immer mehr zurück. Ja? Man zieht sich halt dann einen Pullover an. Ne? Gott sei Dank hat die Gemeinde Wien meinen Gemeindebau renoviert vor zwei Jahren. Und es ist, man muss trotzdem, es wird teurer. Aber Gott sei Dank bei mir nicht so viel. Aber viele Leute, Freunde von mir, wahnsinnig gegen Nachzahlungen, das ist einfach zu viel. Ne? Wie sparen Sie denn jetzt dann ein aktuell? Wo sparen Sie ein? Ich spare bei mir selber ein. Das heißt, ich schaue, dass ich weniger rauchen tue, weil das geht auch viel ins Geld, die sind auch teurer geworden jetzt mittlerweile. Sparen ist schwer, wenn man nur wenig verdient. Die Jobangebote werden auch immer schlechter. Ich bin quasi Fotograf und es ist immer schwerer geworden, weil einfach die Billigarbeitskräfte nachrücken. Ja, die nehmen sich die Fotografen aus Bratislava um 8 Euro die Stunde. Ich gehe halt jetzt mehr arbeiten, dass ich mehr verdiene, also umso mehr Stunden, umso mehr Verdienst erleben. Macht die Regierung genug, finden Sie? Die macht gar nichts. Die gehört weg. Wenn ich ehrlich bin, die gehört weg einfach. Angefangen über Nehammer, über die ganzen anderen. Die gehören halt einfach weg. Da gehören Neuwahlen her. Also von der Regierung erhoffe ich mir gar nichts mehr. Tut mir leid. Also nein. Was die Geld ausgeben haben, Corona-Zeit natürlich, ja. Also mit den Tests, jetzt wissen wir ja alle, dass die viel zu viele Tests, also wir sind Nummer 1 Weltmeister in Testen gewesen. Und. Also Milliarden sind ausgegeben worden für nicht sehr sinnvolle Sachen und jetzt natürlich müssen sie überall sparen. Was wünschen Sie sich von der Regierung? Dass sie mehr auf die Bevölkerung gehen. Dass sie eben sagen, okay, wir schauen, dass wir ein Paket schnüren können oder irgendwie halt. Und dass halt eben auf die Familien auch gehen, die was wirklich nichts haben. Da gäbe es sicher Dinge, wie man Leute mit sehr geringem Einkommen noch entlasten könnte. Die vor einem Monatsgehalt vielleicht 200, 300 Euro über haben halt eben und dass man denen halt eben hilft. Ne?